Kennzeichnungspflicht. Polizisten beleidigen, schlagen, treten und übertreten damit Gesetze. Doch eine strafrechtliche Verfolgung ist unmöglich, wenn niemand weiß, wer hinter der Uniform steckt. Genau aus diesem Grund müssen in den meisten europäischen Ländern Beamte ein Namensschild oder eine individuelle Nummer tragen. Hierzulande wehren sich Polizeigewerkschaften gegen die Kennzeichnung mit dem Argument, dass sie zu einem Anstieg unberechtigter Anschuldigungen gegen Polizeibeamte führt. Doch internationale Studien belegen das Gegenteil. Berlin und Brandenburg sind die ersten Bundesländer, die eine Kennzeichnungspflicht eingeführt haben. Ja, ich erinnere da einfach auch so an den Stream aus Magdeburg. Da hat Castor, war ich unmittelbar Zeuge, beziehungsweise auch die Zuschauer von Castor TV, Zeuge eines Polizeiübergriffes. Als der Polizist dann zur Rede gestellt wurde, gab er halt seine Dienstnummer 123456 an. Das Video ist auch auf YouTube zur Verfügung. Also man sieht es, wohin diese Kennzeichnungspflicht dann letztendlich auch führen kann. Nämlich noch in das Verhöhnen der Leute, die die Nummer einfordern oder abfragen.